mag eben an meiner Selbstständigkeit, dass ich sehr viele Sachen machen kann. Also es ist halt sehr abwechslungsreich und das finde ich halt schön daran. Ich entwickle Software für Computer und ich suche einen Job. Wenn Sie also was hören, lassen Sie es mich wissen. Und das gilt auch für Sie zu Hause. Wenn man selbstständiger ist, dann ist man das so lange, wie es nur irgendwie geht, am besten bis zum Tod. Ganz, ganz große Unsicherheit. Werde ich jemals wieder an die Leistung anknüpfen können, die ich vor dem Infarkt erbringen konnte? Schaffe ich das nochmal so? War der berufliche Werdegang eigentlich schon immer klar. Mein Vater hatte ja die Werkstatt 1970 gegründet und ich bin in der Werkstatt ja mehr oder minder aufgewachsen. Andere Kinder wurden im Hort abgegeben, meine Mutter hat mich an der Hand genommen und dann sind wir in Vaterns Werkstatt. Ich habe in alten Autoersatzteilen gespielt und ich mache jetzt einfach das, was ich eigentlich schon, oder lebe in diesem Umfeld, was ich schon von klein auf kenne. Chef. Oh ja, klar, Chef. Bezahl ja hier die Miete. Ich habe meine Firma dann so damals mit einem Partner aus dem Nichts heraus auf die Beine gestellt. In einer größeren Garage. Mühevollen Kredit gekriegt, ein bisschen Eigenkapital zusammengekratzt. Und dann los und richtiger Startup eben mit nur Optimismus und verlieren jetzt nicht. Wir müssen mit dem Kopf durch die Wand und ab nach vorne. So, na vielen herzlichen. Ich hatte ja das Problem, dass ich 2012 aus Prenzlauer Berg wegziehen musste. An der Stelle sind Häuser gebaut worden. Das Gewerbegrundstück wurde halt umgenutzt und musste mir was Neues suchen. Und wenn man erstmal an einen neuen Standort, es sind 5 Kilometer, aber ist in Berlin schon eine Riesendistanz. Und dann sind wir jetzt am Stadtrand und nicht mehr in der City. Da muss ich natürlich, um zu überleben, irgendwie die Leute auch bei der Stange halten und muss mich natürlich da sehr motivieren. Und ja, maximalen Einsatz zeigen. Das habe ich früher auch schon bemerkt, dass mein Vater einfach zu viel gearbeitet hat. Also er ist halt immer sehr spät nach Hause gekommen, war früh dann auch schon weg. Und da hat man dann schon irgendwie gespürt, dass er da sehr viel zu tun hat. Und man hat es dann auch gesehen, dass er zu Hause viel rumgelegen hat und einfach keine Kraft mehr hatte. Nicht oder nur sehr schwer Nein sagen zu können, ist, glaube ich, eins meiner größten Probleme, was meinen Gesundheitsverlauf nicht gerade optimiert hat. Mein Auto hat Probleme, die Gasanlage ist ausgefallen und piept nur noch. Piept? Ja. Störung. Rote das Lampe, glaube ich auch. Auto fährt nicht. Ja. Denke mal, könnte an deinem Multiventil im Tank liegen. Was? An deinem Multiventil. Okay. Also wir haben es jetzt 18.30 Uhr und der Fall, dass mal plötzlich spontan nach, sagen wir mal, Geschäftsschluss noch jemand an der Tür steht, der nur mal eine rasche Frage hat oder ein Problem oder vielleicht mal rasch eine Antwort braucht, habe ich mindestens jeden zweiten Tag oder fast jeden Tag. Okay. Das ist gut, wenn du den Leergut wegbringst, kannst du dir eine Stange Zigaretten lassen. Und voll tanken. Und voll tanken. Die meisten meiner Kunden sind keine normalen Laufkunden, das sind eigentlich schon eher Freunde. Die kommen schon so viele Jahre und für Freunde und Familienmitglieder nimmt man sich ja immer ein bisschen Zeit.
Manchmal guckt man sich seine Sachen an und denkt, oh, es ist alles scheiße. Und wann anders guckt man sich wieder die Sachen an und denkt sich, boah, ist doch total toll und ich bin talentiert. Und ich habe mich nicht wirklich entschieden, glaube ich, Modedesignerin zu werden. Meine Großeltern waren zum Beispiel Designer in der DDR und meine Mutter hat eben Kostümbild studiert und ist Kostümbildnerin. Habe aber früher also drüber nachgedacht, ob ich auch Kostüm mache zum Beispiel oder Theater, aber wollte dann nicht so direkt das Gleiche machen wie meine Mutter und bin dann irgendwie auf Mode gekommen. Aber es ist alles so irgendwie passiert. Mein Label Piroschka ist halt irgendwas, was für mich sehr, sehr eng mit mir verbunden ist und mit meiner Identität, Ungarisch und Deutsch. Ich versuche das halt in meinem Modelabel eben mit aufzugreifen, die Inspirationen aus den Trachten. Ich arbeite auch mit traditionellen Handwerkern zusammen. Weil meine eigentliche Vision und der Idealismus dahinter auch war, dass ich irgendwie, wenn das Label mal so richtig in Gang käme, auch vom Verkauf, dass die auch davon was haben, weil ich dort produzieren lasse. Ich hatte zwar letztes Jahr im Sommer Fashion Week und es war ganz toll. Aber hatte danach auch ein bisschen so einen Umbruch für mich. Und das ist halt vielleicht auch das, wo ich jetzt so ein bisschen dann desillusioniert war nach der Fashion Week, obwohl es zwar irgendwo ein toller Erfolg war und ein Meilenstein, aber irgendwie bin ich da nochmal so richtig mit der Realität konfrontiert worden. Die Realität des Geschäfts, dass es halt Profit machen muss, dass man verkaufen muss, dass man aber auch unheimlich viel investieren muss. Also das fängt an von PR-Agenturen und die Models und das, ja, das kommt dann eben zu Beträgen wie 10.000 oder 20.000 Euro. Ich bin dann an der Stelle auch kein Geschäftsmensch. Die 50% sind irgendwie Kollektionen entwickeln und Produktion und die anderen 50% müssten eigentlich knallhart Marketing- und Sales-Bemühungen sein. Und das habe ich irgendwie, ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe es verdrängt und hatte zwar Ansätze, aber da war ich schon dann so teilweise nicht mehr motiviert und habe es dann echt so ein bisschen fallen lassen. Also, ja. Ich werde oft gefragt, wo meine Heimat ist, und ich sage dann immer, habe ich nicht wirklich. Die ist da, wo ich gerade bin. Die ist da, wo mein Computer ist. Das ist ein großer Teil meines Lebens. Ich mag es, in eine Stadt zu gehen, wo ich dann ein, zwei Jahre lebe. Wenn es mir gefällt, bleibe ich, sonst reise ich weiter. Ich bezeichne mich als Nomaden, der langsam um die Welt zieht. Ich entwickle Computersoftware und bin Programmierer. Ich bin 69 Jahre alt und ich reise jetzt seit etwa 43 Jahren um die Welt, fast mein ganzes Leben. Was bedeutet mir Geld? Es ist ein Mittel zum Zweck. Ich will es nicht anhäufen. Es ist zu aufwendig. Und das Leben ist zu kurz. Ich habe Besseres zu tun. Ich brauche es für meine Reisen. Eine Familie, die ich unterstützen muss, habe ich ja nicht. Ich arbeite nicht ständig, nein. Aber ich muss bis an mein Lebensende arbeiten. Aber nicht immer und nicht 12 Monate im Jahr. Wenn du selbstständig bist und es nicht schaffst, von dem Gehalt für 6 Monate ein Jahr lang zu leben, dann machst du einen großen Fehler. Wenn Freiberufler zusammenkommen, dann möchten sie genauso ein soziales Berufsleben haben wie Angestellte.
Deshalb mögen sie Orte, wo sie andere treffen, die in derselben Situation sind oder was Ähnliches machen. Deshalb ist das sogenannte Coworking entstanden, wo man Büroplätze anmieten kann und sich teilt, wie hier im Beta-Haus. Willkommen zu unserem Arbeits- und Kennenlernfrühstück. Heute haben wir zwei junge Firmengründer hier, aber erst soll jeder mal sagen, wer er ist und was er arbeitet. Ich bin Laura. Ich arbeite hier im zweiten Stock. Ich entwickle Strategien, mit denen sich elektronische Geräte vernetzen lassen. Das Internet der Dinge. Ich bin Softwareentwickler und seit einem Jahr in Berlin. Ich suche ein interessantes und bezahltes Projekt. Hi, my name is Jan. I'm founder of Quest. I work with screenplay development and e-commerce director. Man lebt dauernd mit der finanziellen Unsicherheit, wenn man selbstständig ist. Aber wenn die Alternative ist, dass ich mein ganzes Leben in nur ein, zwei Jobs arbeiten und an einem Ort bleiben müsste, dann hätte ich viel weniger tolle Erfahrungen und würde nicht diese ganzen interessanten Leute treffen. Ich heiße Mel und komme aus Bali, Indonesien. Ich coache Führungspersonen, wie man ein besserer Chef wird. Bin nur kurz zu Besuch. Ich habe früher für ein Softwareunternehmen in Großbritannien gearbeitet. Dann hatte ich einen Job in Luxemburg. Danach kam die Selbstständigkeit. Ich habe in Moskau gearbeitet, in Oslo und in der Schweiz, glaube ich. Quasi auf der halben Welt. Meine Arbeitstage, die haben schon etwas längere Länge wie bei normalen Arbeitnehmern. Ich stehe zwischen 7:30 und 8 auf und fahre dann so gegen 8 Uhr los und bin halt hier bis Sonnenuntergang durch. Was mir im Nacken sitzt, ist natürlich das, womit jeder kleine Selbstständige zu kämpfen hat. Ich versuche natürlich, meine Firma zu erhalten, weil das ist ja für mich ein wesentlicher Teil meines Lebensinhalts. Und da müssen natürlich die Rechnungen auch bezahlt werden. Wenn man auf Pausen verzichtet über viele Jahre, ist nicht unbedingt zu empfehlen. Man sollte Pausen machen. Der Körper, der setzt sich irgendwann auch zur Wehr. Wenn man immer gegen seinen Körper arbeitet, dann sagt er sich irgendwann bis hierher. Und jetzt ist aber Schluss. Bei mir war es halt eben der Herzinfarkt gewesen. Ich habe nicht geahnt, dass ich in der Zulassungsstelle am Schreibtisch des Bearbeiters sitze und es kracht einfach mal durch den Körper und die Kraft ist weg. Also das ist mal dann so, es ist wirklich wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Es passiert einfach und es passiert vor allen Dingen dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. Bei mir war ja eigentlich letztes Jahr am 7. September mit dem Infarkt theoretisch einmal Schluss. Und ich genieße das jetzt, dass es noch weitergeht. Bin in der Nachspielzeit. Das ist ein tolles Gefühl. Wie dankbar bist du dafür? Das ist eine sehr schwere Frage. Wie dankbar bin ich für meine Nachspielzeit? Ich denke mal, ich bin da sehr dankbar. Die große Schwierigkeit ist für mich, nicht wieder in den alten Trott zu verfallen und nicht zu vergessen, dass eigentlich schon einmal die Klappe gefallen ist. Und ich darf jetzt noch da sein und teilnehmen. Das ist was ganz Großartiges.
Also eigentlich dachte ich ja erst mal, dass sie mit dem langen Rock in den Fluss geht. Ach so, das wäre echt ganz schön. Manchmal habe ich gerade eine Kollektion und ein Projekt und dann ist es total intensiv und dann ist man auch natürlich in so einem Drive drin und dann ist irgendwie das Projekt vorbei und das ist halt irgendwie, das ist mir jetzt über Jahre lang so gegangen, immer so auf und ab und dann habe ich hinterher mal wieder 3-4 Monate irgendwie gar nichts und dann jedes Mal wieder von vorne die neue Frage, oh, wie geht's jetzt weiter, mache ich das jetzt noch weiter oder sollte ich mich für einen Job bewerben oder irgendwie andere Geschäftsideen und das ist halt belastend. Wir machen hier ein Fotoshooting. Mit meiner Freundin Julia habe ich schon öfters fotografiert. Und das Thema ist halt Märchen. Mein Label heißt ja auch Piroschka und das heißt übersetzt Rotkäppchen. Deswegen ist das jetzt so ganz fantasievoll, märchenhaft gestaltet heute. Du hast ja nicht so sehr viel Raum zum Bewegen. Also einfach so ein bisschen locker, bisschen posen, aber nicht so viel. Ja, eher gerade. Ich würde schon sagen, dass ich meine Arbeit für solche Momente mache, wenn alles so richtig im Gesamtbild zum Leben erweckt wird, weil ein Kleid an sich ist halt irgendwie nur eine Hülle, aber es kommt halt wirklich immer zum Leben, wenn dann also ein Model drin steckt. Machen wir uns jetzt fertig für die zweite Location? Meine Mama identifiziert sich auch sehr mit meinem Label und ja, ich glaube, wir sprechen auch irgendwo eine ähnliche Ästhetiksprache, nicht umsonst. Ja, also sie kann mich schon oft beraten, beziehungsweise ist sie natürlich selber ein sehr kreativer Mensch, auch als Theatermensch hat sie sehr viele Ideen. Ich würde die Haare unterschieben. Sicher? Ja. Dann lieber hier so kuschel, so schön. Ja. So, das ist eine kleine. Und vielleicht ein bisschen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das manchmal schon natürlich eine Art kindlich-töchterliche, in der gleichen Branche arbeitende Konkurrenz gibt oder dass ich da nicht immer alles so annehmen will, so wie, ja, ja, ich weiß, du hast auch Ideen, aber lass mich mal machen. Warte, ich halte dich. Oh mein Gott. Sicherheit ist mir eigentlich wichtig, weil es das ist, was mich am meisten belastet. Und trotzdem bin ich eigentlich ein sehr freier Mensch und lebe frei, also mit der Selbstständigkeit und so. Aber ehrlich gesagt, ich würde mich erstmal freuen, wenn ich überhaupt erstmal auf einen grünen Zweig komme und mein Hier und Jetzt irgendwie, dass ich mich selbst ernähre. In der Fashion ist es natürlich das Thema Nummer eins, die Sachen an den Markt zu bringen. Und das ist das Problem, dass also die meisten sensiblen Künstler und Kreateure diese Idee der Selbstvermarktung in einer Person machen müssen. Und da hat sich Anna den schwersten Weg gesucht, den man gehen kann, alles alleine zu machen. Ich bin jetzt vielleicht noch nicht richtig krank gewesen oder sowas, vielleicht wie Burnout nicht, aber ich habe auf jeden Fall auch sowas wie Panikattacken oft gehabt und also auf jeden Fall, auch wenn ich mal so ein bisschen so Depressionen oder Angstzustände hatte, kann ich sehr gut mit meinem Hund entspannen, wenn ich mit dir kuschel. Aber manchmal sage ich auch, ach, weißt du, du hast es so gut, können wir nicht tauschen, du hast irgendwie nicht diese ganzen existenziellen Sorgen. Dann gucke ich sie so an, so. Ich wohne hier als Untermieter, denn ich weiß ja nie, wie lange ich bleibe. It's always a question in my mind, how long will I stay? Es wird härter, Jobs zu kriegen, wenn man älter wird, weil die Leute dir nichts mehr zutrauen. Vielleicht, weil sie es selber nicht mehr könnten. Ich glaube auch, dass junge Manager oft nicht das Selbstbewusstsein haben, ältere, erfahrene Mitarbeiter einzustellen. Schau mal.
Eine Freundin, mit der ich schon seit 5 Jahren in Projekten zusammenarbeite, Theodora. Sie macht Grafikdesign, was ich nicht so gut kann, und ich programmiere, was sie nicht kann. Da ergänzen wir uns gut als Team. Die Akquise ist hart, also überhaupt Jobs rangerudert zu bekommen. Dann in einer Stadt, wo halt sehr viele Kreative unterwegs sind, was also ständig erwartet wird, dass für umsonst und lau gearbeitet wird. Unsicherheit muss da halt für gemacht sein, ob du das gut findest oder nicht. For myself, ich hoffe sehr für mich, dass ich gesund bleibe, weil ich so gut wie keine Rente bekomme. Immer, wenn ich aus einem Land weggezogen bin, ist mir das bisschen an Pension verloren gegangen, was ich erarbeitet habe. Daher wäre es ein echtes Problem, wenn ich nicht mehr arbeiten könnte. Das wäre tatsächlich mein Ende. Solange es geht, werde ich weiterreisen. Denn ich habe noch nicht alles von der Welt gesehen. Solange ich das Geld dafür irgendwie verdienen kann, mache ich das. Umzustellen ist nicht so leicht möglich, weil wir ja irgendwo alle in unseren Verantwortlichkeiten gefangen sind. Dieses Haus hat mein Großvater gebaut und ich habe es auch von meiner Mutter zum Teil geerbt, zum Teil gekauft. Und ja, da arbeite ich auch, bis es dunkel wird. Einfach nur, um dieses weiter sicherzustellen, dass wir das haben. Ich gehe jetzt einmal die Woche in diesen Fitnessclub. Für mich war eine der wichtigsten Schlussfolgerungen aus meinem Infarkterlebnis, dass ich mich mehr auch auf mich selbst konzentriere. Ich glaube, dass ich einerseits ja schon sehr viel getan habe, um möglichst lange jetzt noch zu überleben. Wie zum Beispiel Sport, wie zum Beispiel versuchen, bewusst zu entspannen. Und jetzt drücke ich Start. Die Herzfrequenz sieht super aus, ne? Wir sind genau im Normbereich. Andersrum arbeite ich immer noch zu viel. Da muss ich noch dran arbeiten. Aber das hängt auch irgendwo damit zusammen, dass die Arbeit, der Betrieb ist wie so ein rasender Zug. Das habe ich erstmal in Gang gebracht. Das Ding rollt. Das ist relativ schnell. Und ich kann jetzt ganz schwer einfach so die Bremse ziehen. Wenn ich irgendwie nicht arbeite und so, dann fühle ich mich richtig irgendwie sinnlos oder also dann kriegt man auch so Depressionen und so und ich weiß, es ist zwar nicht alles, aber das steht selbst in der Bibel drin, dass wir sollen arbeiten. Ich habe mich ja diesen Sommer taufen lassen im Juli. Das ist mein Taufschatzkästchen. Da habe ich verschiedene kleine Geschenke, die ich von meinen Gästen hatte zur Taufe. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River drown them. Wie hilft mir Gott in der Existenzangst? Einmal habe ich die Möglichkeit zu beten und im Beten irgendwie Ruhe oder Antworten zu finden, dass man ja ein Vertrauen hat auf Gott und dass der das schon alles in die Wege leiten wird. Und selbst wenn es vielleicht dazu kommt, dass es Änderungen im Plan gibt, den ich gemacht habe,
Das kommt ja oft vor, dass Gott noch was anderes für dich vorgesehen hat. Weiß man aber ja, der wird mich schon dahin leiten. Nein zu sagen fällt mir immer noch schwer. Andersrum, wenn ich weiß, dass es nicht geht, dass ich es wirklich nicht realisieren kann. Auch nicht, wenn ich bis hier 21, 22 Uhr versuche, noch sonst was zu bewegen, was ja dann auch letztlich zu Lasten meiner Gesundheit geht. Dann sage ich jetzt auch durchaus nein. Also wenn ich Motorrad fahre, ist die Arbeit, die fällt raus aus dem Kopf, die ist dann nicht mehr da. Also ich habe gelernt, das jetzt wirklich dann in diesen Momenten komplett auszublenden, um mir diese wichtige Freizeit nicht zu verderben. Mit dem Versuch, irgendwelche Probleme zu lösen, zu einem Zeitpunkt, an einem Ort, wo ich eh nichts machen kann. Ich kann mich ganz schwer unterordnen. Lieber 16 Stunden selbstständig statt 8 Stunden für einen anderen arbeiten und nicht selbstständig sein, da lade ich mir lieber die größere Last auf und versuche, die irgendwie zu tragen. Ich hoffe, dass ich es auch weiterhin noch so hinkriege. Ich treffe mich mit Pastor Nowatzki, der hat mich auch getauft. Also, wie mich jetzt so hinzusetzen und beten zu Gott, so, ja, hilf mir doch mal jetzt, dass das Fotoshooting toll wird oder hilf mir doch irgendwie, dass ich Aufträge kriege oder weiß ich nicht. Also, das ist immer noch so, wenn ich bete, ist es immer noch so ein bisschen eine andere Ebene. Und ja, da ist es manchmal noch nicht so ganz bei mir so angekommen, vielleicht ist der... ob Gott jetzt wirklich in solchen Fragen wirklich auch eingreift. Mir fällt dazu ein, dass Martin Luther ein ganz interessantes Mantra, sozusagen hatte er, wird es wahrscheinlich nicht Mantra genannt haben. Man soll beten, als ob Arbeiten nicht hilft und arbeiten, als ob Bitten nicht hilft. Es ist ja eigentlich schon mal super, dass du das Gefühl hast, ich bin irgendwie für mein Leben verantwortlich und ich muss auch was dazu machen. Ja. Ne? Was ich oft merke, ist, dass Leute sich in der Phase befinden, ja, die eigentlich eine positive Phase ist, aber sie nehmen sie negativ wahr. Und zwar, sie befinden sich in einer Phase, wo ihnen die Welt eigentlich offen steht, wo sie gestalten können, aber sie nehmen es ganz stark als Unsicherheit wahr und als Bedrohung wahr. Ja. Kann ich auch verstehen, wenn es irgendwie gerade nichts ganz Konkretes gibt, dann fühlt man sich eben verunsichert. Aber ich finde, mein wichtigstes Anliegen ist immer, diesen Blickwechsel hinzubekommen und das eher als eine Chance zu sehen. Das fand ich eigentlich gerade echt irgendwie, das war vielleicht gerade das Stärkste für mich, diese Perspektive, die eigentlich total stimmt. Also das, ja, das so zu sehen als was Positives. Come to your river. I will come to your river. Ich werde vielleicht mal eine Zeit lang den Kurs wechseln und vielleicht doch mal was anderes machen, was Festes machen, einfach weil ich trotzdem denke, dass man menschlich noch mal was dazulernt, auch wenn man angestellt ist und vielleicht auch wenn man mal nicht selber irgendwie der Chef ist und auch mal im Team zu arbeiten und einfach noch mal ganz andere berufliche Einblicke zu bekommen, da denke ich, das kann mich ja nur eigentlich bereichern und erweitern und zumindest glaube ich eigentlich irgendwo daran, dass das noch nicht für immer beendet ist, das Thema bei mir. Also mein Label zum Beispiel, wo mir auch mein Herzblut so ein bisschen drin steckt.